Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ja, ich weiß schon, wieder ein Unboxing, aber auch die müssen mal sein und vor allem habe ich auch gerade weniger Zeit wieder, um Videos zu machen. Und ich habe mir gedacht, gerade frisch heute reingekommen, Tiny Epic Dungeons habe ich damals auf Kickstarter finanziert. Freue mich riesig drauf, das Spiel zu testen von der Tiny Epic-Reihe. Ja, Tiny Epic Zombies hat mich nicht so überzeugt. Da war der Einstieg auch nicht so einfach, weil es irgendwie doch ein bisschen zu klein, glaube ich. Ja, aber schauen wir mal, ob das was kann. Also, Thema hat mich natürlich angefixt und schauen wir da mal rein. Hier haben wir noch die Boss Meeples, die mache ich jetzt mal nicht auf, nur damit ihr sehen könnt. Das sind sehr große Holzmeeple, also die ganzen Bosse in dem Spiel haben wir da hier in Meeple-Form. Die gab es da extra noch als Add-on dazu. Da hier die Hydra. Oh, das sieht cool aus. Also ich bin mega gespannt. Erste Meinungen, was ich schon gelesen habe auf Facebook, die sagen, das Spiel ist ganz cool. Ja, da muss ich mich natürlich selber davon überzeugen. Ah, diese Woche war mit dem Spiel ein bisschen schwieriger. Aktuell ging da noch nicht so viel. Aber bin ich mal gespannt. Ist ja noch einiges an Zeit. Mal sehen, was da noch geht und wann es auf den Tisch kommt. Ihr wisst ja, neues Zeug kommt rein und das alte muss auch noch gespielt werden. Wie gesagt, Tiny Epic Dungeons hier im Unboxing. Wir zoomen da noch ein bisschen ran, weil wir haben ja quasi Tiny Epic und das Ganze ist klein und dann gehen wir noch ein bisschen ran. So. Das Kabel von Mike habe ich jetzt noch schnell verstaut. So, also, wir haben hier eine Anleitung. Ja, natürlich auch recht klein geschrieben, das Ganze, damit man möglichst viel auf dieser kleinen Anleitung oder in dieser kleinen Anleitung unterbringen kann, was ihr hier seht. Ja. Da gibt es doch einiges zu lesen. Haben wir immer noch Regeln. Enemy Counter Attack. Perform Free Actions. Act 1 Torchmat. Enter Boss Lair. Icon Preference. Ja, also in diesem kleinen Buch ist schon einiges an Regeln drin. Hier seht ihr die Komponentenübersicht. Sieht auch episch aus irgendwie. Ja, dann ein Ziplock-Beutel mit weiteren Gegner-Meeple, wie ihr hier sehen könnt. Ist vielleicht das Zusatz-Content oder die Stretch-Goals. Könnte sein. Also da sind hier zwei Bosse drin. Der hier. Und der hier. Artwork ist auf jeden Fall klasse. Gefällt mir richtig gut. Und die Boss-Meeples dazu natürlich. Die sehen so aus. Und dann haben wir noch Karten dafür. Oder beziehungsweise Dungeon-Tiles dürften das sein. Zeigen wir auch noch vor. Okay, Gegenstände. Also optisch macht es schon Laune jetzt. Sieht schon geil aus. Bin ich mal gespannt. Ja, dann haben wir hier Miniaturen. Und ich glaube, man kann es schon erkennen. Die haben schon einen gewissen Detailgrad für die Größe, die sie haben. Also die brauchen sich nicht verstecken, die sind wirklich sehr schön. Haben einen wirklich sehr schönen Detailgrad. Kann man echt eigentlich nicht meckern für dieses kleine Game. Super. Ja, dann hier diverse Holzteile natürlich. Die werden wir extra nicht öffnen. Aber ihr seht schon, da haben wir auch interessant Türschlösser.
Also die Qualität ist schon top. Dann Custom Ties hier. Sogar in Marble Optik, ja, ihr seht hier. Ja, Marble Effekt. Sehr schöne Würfel. Dann haben wir hier noch weitere Bosskarten zur Verfügung. Das seht ihr hier, Ted Dragon, Hydra, Goblin King, der Pharao, die Gorgone, The Seer. Oh, der sieht nice aus. Grog-Ul, Etaria, Ulyessa, jetzt wollte ich schon Ulysses sagen. Vynkelas, Moonblade, Syrlandan, das sind ja schon die Helden. Garen the Blue, Zoran Firebrand. Ja. Coole Sache. Also, wie gesagt, optisch ist es sehr, sehr schön. Wirklich sehr schön gemacht. Ja, es ist schon sehr viel drin in der Box. Erstmal. Auch hier. Bin gespannt, ob das auch dann gesleeved reingeht. Das wird interessant. Ich glaube, ich habe noch solche Sleeves, da muss ich mal gucken. Aber ob man die da wirklich braucht, ja, ich glaube, für die Kartenteile wäre es schon geil, wenn man die hat. Das sind wir Gegnerkarten, denke ich mir. Referenzkarten wahrscheinlich eben. Und Waffen. Machen wir einen Schnelldurchgang an den Waffen, Ausrüstungen. Es sieht nicht extrem episch gehalten, das Ganze natürlich etwas einfacher von der Mechanik her wahrscheinlich, aber ich denke, das wird sicher einen gewissen Kniff drin haben. Solltet ihr es schon gespielt haben, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, wie eure Meinung zu dem Spiel schon ist, weil ich kann jetzt nicht sagen, wann es auf den Tisch kommt. Laut den Regeln, die ich da jetzt gesehen habe, braucht das schon ein bisschen Vorbereitung auch natürlich. Aber ja, sehr nettes Artwork. Nochmal. Der Zauber. Fireball. Delver's Luck. Conjurer's Gambit. Giant Strength. Eagle's Swiftness. Tempest of Arrows. Das sieht so cool aus. Kann schon sein, dass das auch auf Deutsch rauskommt. Ja. Und dann schauen wir noch in die Stories rein. Ganz kurz. Das ist ja auch eine extra Erweiterung, die man sich dazu nehmen konnte hier. Die Adventure Storybook, also haben wir dann noch mehr Spielcontent drin. Schauen wir mal hier. Prologue Expansion Overview. This expansion has two sections. Stories are additional objectives that the party must complete before they can defeat the boss. Okay. Also die Stories bringen quasi ja eine zusätzliche Option oder zusätzliche Ziele ins Spiel, die man erledigen muss, bevor man gegen den Boss kämpfen kann. The Epic Dungeon adds the challenges of three distinct dungeon levels, as well as multiple bosses. Stories can also be included, adding a more dire challenge. Cool. Also kann man quasi so eine Art zusammenhängende Kampagne quasi spielen. Sieht aus, als wäre das ja schon fast so ein Must-Have, wenn man das Ding auch kauft. Da kommt richtig cooles Zeug dazu, was ich da jetzt so rausgehört habe. Auch wieder Meeple darin. Und Figuren. Ja, noch mehr Figuren. Seht euch das mal an. Also die sehen nice aus für die Größe, wirklich wahr. Neue Dungeon Tiles. Oh, Ausrüstungen. Sehr nice. Also ich denke mal, wenn einem das Spiel gefällt, ja, sieht nach einer sehr coolen Erweiterung aus, die man definitiv mitnehmen sollte, so wie es aussieht. Und auch da gucken wir noch mal rein. Natürlich auch die Heldenkarten drin, ganz klar.
haben wir. Der Tinkerer, cool. Ein Bastler. Dann der Mindlasher. Atheoris, Gloto, Zuixiong. Ach, Pandas. Ich mag Pandas überhaupt nicht. Also Panda-Wesen oder so sind irgendwie ein bisschen unsympathisch, aber darf natürlich auch nicht fehlen. Die sieht nice aus. Indiana Jones Feeling, ja, das wäre natürlich richtig cool. Lara Gambit. Ja, Lara Croft eigentlich. Und hier ist Sir Gamlin. Das Artwork hat ein bisschen so einen WoW-Style zeitweise. Aber ist ja nicht negativ, sieht echt cool aus. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Tinkerer. Also zwei kleine Boxen mit richtig viel Inhalt. Die Qualität ist schon mal wirklich sehr gut, weil wir haben hier Leinenfinish, wir haben detailreiche Miniaturen, ja, wir haben Holzmiepel, also alles, was das Spielerherz begehrt, bekommt man hier in zwei wirklich coolen kleinen Boxen. Ihr seht das Ganze hier. Ob das dann natürlich auch mit Sleeves funktioniert, das wird sich zeigen, ob man das auch sleeven sollte. Ja, mögen täte ich ja schon. Wir haben hier auch nichts zum Ausstanzen irgendwie, das heißt, die Box ist so wie sie ist, die wird nicht kleiner, die wird nicht größer, wenn irgendwas, weil irgendwas fehlt. Ja. Und wir haben ja zusätzlich noch diese Boss-Miepel dazu. Also ich bin gespannt, wie sich da alles verstauen lässt. Da sehen wir uns doch mal an hier. Also die Box hat da nicht mehr viel Platz irgendwie. Ah, die Würfel noch dazu. Also mit Sleeve sieht das schlecht aus. Ja, werden wir irgendwie modifizieren müssen, das Ganze. Also ich hätte mir da schon gewünscht, dass man da vielleicht, ja, auf Wunsch da so eine Art Collectors Box noch machen könnte, die man sich optional auch noch dazu kaufen könnte. Ja, wäre auch cool gewesen. Sei es wie sei, es sieht auf jeden Fall mega aus. Vielleicht sleeve ich es ja auch nicht. Mal schauen, wie ich mich da entscheiden werde. Und ja, das war's. Jetzt habt ihr gesehen, was alles drin ist. Falls ihr auch überlegen seid, kann ich schon mal sagen, contentmäßig, vom Material her, von der Optik her, sieht es schon sehr geil aus und motiviert zum Ausprobieren. Ja, das war's mit einem neuen Kickstarter-Spiel. Ich wünsche euch ein schönes Spielen weiterhin. Bis zum nächsten Video. Euer Austin Board Gamer. Ciao.